Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Hausflipper 2. Ja, jetzt hat sich die Aufnahme gerade beendet gehabt. Mal gut, dass ich noch nichts gemacht habe und dass ich es mitgekriegt habe. Ja, irgendwie, ich weiß man auch nicht, was hier los ist. Ja, also beim letzten Mal hatte ich ja auch schon so mit technischen Problemen zu kämpfen. Wir schauen mal. Ja, hier drin sieht es doch ganz nett aus, möchte ich mal sagen. Ich bin, wie gesagt, zufrieden. Die Terrasse werden wir dann bauen, wenn wir den Außenbereich schick machen, sodass wir, denke ich, doch erstmal so einen kleinen Bereich haben, ja, wo wir uns erstmal so ein klitzekleines bisschen wohlfühlen können. Okay, jetzt hatte ich ja gesagt, ich finde die Lampen eigentlich ganz cool, diesen Bereich hier, gestalten. Das heißt, unseren Eingangsbereich. Und ja, ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich diese Fliesen aus der Küche mitnehme und dass wir die hier auch nochmal irgendwie integrieren als Wanddeko. Aber da ich ja hier so eine Flurgarderobe dran bauen möchte und so weiter und so fort, wird man davon höchstwahrscheinlich nicht viel sehen. Und deshalb werden wir jetzt mal gucken, dass wir erstmal, ne, brauchen wir nicht, wir können ja das hier kopieren dann, ne? Erstmal übernehmen wir die Farbe vom Wohnraum. Die finde ich nämlich ganz nett. Und machen die hier dran. Denn wie gesagt, dieses kleine Häuschen ist doch sehr, 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 sehr dunkel. Na, sodass wir gucken, dass wir wirklich mit den Wänden das möglichst hell gestalten. Ne? So, dann packen wir mal hier eine, ja, Bahn dran. So, gucken wir mal, ob wir da hier runterkommen. Natürlich nicht. So eine Zwischengröße wäre noch mal ganz nett, ne? So, macht nichts. Kriegen wir alles hin. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier irgendwie hinter? Naja, das werden wir ausprobieren, wenn wir in der Ecke angekommen sind, ne? Ist das hier die gleiche Farbe? Oder warte mal, wir können ja gleich mal hier uns neue Farbe aufnehmen. Sicher ist das schon besser. Aber guck mal, ich glaube, das ist wirklich... Ist das dieselbe Farbe? Nee, unsere ist ein bisschen heller, ne? Ja, das ist okay. So, da müssen wir kleiner werden. Ja, das müssen wir so machen. Ja, da ist das schon mal in Ordnung. Dann streichen wir hier aber auch einmal neu. Sieht das wieder so blau aus, ne? Ja, wir streichen Raufaser. Das ist doch in Ordnung. Kann man doch mal machen, oder? So, schön groß. Zack. Und ran da. Doch, ich finde, diese Wandfarbe passt ziemlich gut. Ja. Oh, nee, warte mal. Das machen wir nochmal neu. Da habe ich mich verklickt. Beziehungsweise zu weit runter geguckt, ne? Keine Farbe mehr, das dachte ich mir. Und da ist der Eimer auch schon leer. Dann gucken wir doch mal, wie weit wir damit kommen. So. Ja, das gefällt mir schon deutlich besser. Ja, ich weiß, zu groß. So. Haben wir dies. Aufheben. Dann machen wir hier natürlich auch gleich nochmal die Ränder oder beziehungsweise den kleinen Teil hier fertig. Bei der Tür brauchte ich das nicht? Nee. So, sehr gut. Und dann gucken wir mal, dass wir, tja, von hier kommen wir bis hier runter. Ja, ich hoffe. Mal gucken, ob das reicht jetzt von der Farbe her, ne? So, dann haben wir schon mal den Bereich. Das ist ganz gut. Da, ich hab's geahnt.
bitte. Kann ich? Oh, nee. Doch, das geht. Oh, ich dachte schon. Es geht schon wieder los. Stil kopieren. Kaufen. Das ist natürlich toll, ne? Finde ich eine echt gute Sache. Und dann muss ich diesen Bereich hier neu setzen, wa? So. Dann machen wir das auch. So. Und ich glaube... Ach so, wegen den Farbrändern hatte ich das Problem gerade, ne? Wir stellen den mal dahin. Das ist ja dieses Weiß gewesen. Jetzt schnappen wir uns mal neue Farbe. Es wäre echt toll, wenn man sich bücken könnte. Das wäre super. Dann würde man ja vielleicht sogar sehen, was man hier so macht. Wir probieren es einfach mal. So, dann gucken wir mal. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ich glaube, na doch, warte mal, da oben müssen wir, glaube ich, nochmal. Hier so am Eck. Sieht ganz gut aus. Können wir natürlich jetzt die Rückseite nicht streichen. Aber ja, ne, meine Güte, es gibt Schlimmeres, ne? So, dann brauchen wir... Oder nee, warte mal. Bist du die Deckenfarbe? Dass wir das hier gleich noch mit anpassen können. Ja, das sieht gut aus. Ja. Dann machen wir den Strich hier nämlich auch weg. Dann sieht man nicht mehr, dass hier mal eine Wand war, ne? Ist doch ganz okay, würde ich mal behaupten. Okay, dann gehen wir hier rein. Verkaufen erstmal ein paar Sachen. Wir können uns ja die Stile wieder kopieren, ne? Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir uns hier den Pott. Und da muss ich mal gucken. Ich glaube, wir gehen als nächstes in den Keller. Oh, jetzt komme ich da nicht rein. Weil da lauter Sachen stehen, ne? Es ist der Eimer hier vorne, glaube ich, das Problem. So, dann stellen wir das hier mal hier runter, dass wir hier uns überhaupt bewegen können, ne? Ja, das ist doch ganz nett. Gut, dann möchte ich erstmal dafür sorgen, duplizieren. Können wir dieses Ganze hier duplizieren? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir einzeln machen. Und das hier möchte ich gerne duplizieren. Ich möchte hier nämlich auch ganz gern Orchideen haben. Ich mag Orchideen, ne? Ich hoffe, das ist für euch okay. So, das können wir so machen. Machen wir aber auch nur immer auf einem Fenster, ne? Dass man eins gut öffnen kann zum Lüften. Ja, guck mal, dann haben wir schon mal Pflänzchen drin. Das ist doch schon mal ganz nett. Und dann geht's wieder los. Ab in den Laden. Und zwar brauchen wir jetzt ein, ja, wie heißt denn das? Eine Garderobe, Wandgarderobe, Garderobe. Wir machen es mal so. Mehr Auswahl haben wir nicht. Oh, das ist natürlich, ja. Ich glaube, dann würde ich mich eher für sowas hier entscheiden. Mit so einem Holz, aber ich würde die Basis, würde ich das gerne in Chrom machen? Müssen wir es in Metall machen? Bronze? Material? Ich hätte gern ein anderes Metall. Naja. Da machen wir es so. Genau. Und dann würde ich da, glaube ich, gleich zwei nebeneinander stellen. Naja, mal gucken, ob mir das so gefällt. Schrank.
Ja, das ist alles so ein komisches Krams hier, ne? Wenn wir den verändern. Ich finde aber den hier, glaube ich, schöner. Ja, wir nehmen wieder dieses Design. Kriegen wir den hier noch hin? Ja, das ist gut. Und dann würde ich eventuell einfach diesen Raum hier nutzen und dort auch noch mal einen Schuhschrank hinstellen für die Schuhe, die man jetzt nicht so häufig braucht, ne? Das ist irgendwie nicht schön. Oxbow. Was ist, wenn wir hier Oxbow eingeben? Was kriegen wir da alles Schönes? Ja, guck mal. Dann ist doch das hier vielleicht angebrachter, ne? Dann gucken wir. Ja, guck mal mit Sitzgelegenheit. Das ist doch ganz nett. Hatten wir jetzt die Variante? Ja, ich glaube, das ist ganz nett. Warte mal, dann verkaufen wir das hier gleich mal. Das ist mir irgendwie, das ist nicht mein Stil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann würde ich das so machen. Ja, das gefällt mir schon deutlich besser. Und dann können darüber nämlich die Regale zum Jacken aufhängen. Ja, viel. Wir sind viel. Deckenlampe, Ochs. Oh, warte mal, nee. Da muss ich hier auch ändern in so. Ist mich mit Lila. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die hängen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, hängen wir hier auch eine hin. Ja. So, dann verknüpfen wir die erstmal mit einem Lichtschalter. Und ich würde sagen, mit dem auch. Und damit. Ja. Ja, guck mal, das ist heller, ne? Verkaufen. Ist es heller? Ist es nicht heller? Braucht man noch eine zweite Lampe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag's euch. Ist nicht so einfach. Warte mal, ich hätte die gerne hier so ein bisschen zentraler. Ja, das könnte gut sein. Und dann können wir ja mal gucken, wie das ist, wenn wir das duplizieren und hier einfach noch eine mit hinhängen. So, warte mal, die ist in dieser Reihe, glaube ich, ne? Ja, das ist okay. Von da oben kommt ja auch noch Licht, ne? Ich denke, das kann man so machen. So, was haben wir denn hier noch? Kleiderschrank? Nö, das brauchen wir alles nicht. Ich glaube, das ist schon ganz okay so, ne? Was könnte man denn hier noch hinstellen? Okay, also wir brauchen Schuhe. Schuhe? Turnschuh. Ja. Sieht schon ein bisschen komisch aus, nicht? Warum sind die denn so glänzend? Ah, ich glaube, ich mache mal so. Wenn wir die, können wir die, ja, danke. Können wir die vielleicht auch einfach drehen? Rechts, danke. Machen wir so. Zurück. Und dann würde ich den hier noch, nö, der ist ganz okay. Das ist auch ein linker Schuh. Ich weiß, es sind die gleichen Schuhe, aber macht nichts. Es soll ja nur so aussehen, als wenn das hier in Benutzung wäre, ne? So. Dann gehen wir zurück. Jacke. Jacke. Ja, das ist okay. Mal gucken, ob wir die hier dran kriegen. Jo. Dann ändern. Und nee, warte mal. Zurück. Vielleicht noch mal in so einer Farbe. Ja, andere Jacken haben wir hier nicht. Haben wir noch Mantel oder sowas? Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, passt der hier mit hin? Ja, der passt da mit hin. Das ist doch in Ordnung.
So, wie groß bist du eigentlich? Du bist so groß, das ist okay. Kriegen wir dazu auch einen passenden Blumenpott vorgeschlagen? Guck mal, du bist auch schön. Blumentopf. Was machen wir? Wollen wir jetzt mal so einen hier vielleicht verwenden? In so einer schönen hellen Farbe. Vielleicht so. Das sieht hier natürlich... Nee, das sieht alles irgendwie so nach außen aus, ne? Nee. Das ist auch cool. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Aber ich hätte das ganz gern in hell. So, und zwar einen hier. Und kriegen wir hier noch einen hin? Nee, so direkt an der Tür ist blöd. So, machen wir mal so. Dann setzen wir den hier hin. Ich stehe halt auf Pflanzen, ne? Das ist immer ganz, ganz blöd. So, dann müssen wir den aber viel weiter nach vorne nehmen. Ist er immer noch an der Wand? Ja, er ist immer noch an der Wand. So, besser? Ja, geht. Gucken wir mal, ob wir es von draußen sehen. Nö, das ist gut. Ja. Ich finde, das macht immer eine ganze Menge aus. So, haben wir hier Hut? Nee, Cap? Irgendwie sowas? Wird das so geschrieben? Ich weiß es nicht. Schwierig. So, warte mal. Fußabtreter. Nee, da müssen wir, glaube ich, in den Teppich gehen. Und gucken wir einfach mal. Da waren doch diese Willkommensdinger, ne? Wie groß bist denn du? Oh mein Gott! Sowas? Noch größer. Hatten wir nicht irgendeinen, wo wir so Welcome draufschreiben konnten? Okay. Dann suchen wir uns hier... was suchen wir uns denn für eine Farbe aus? Um Gottes Willen, bloß nicht gestreift. Wollen wir mal so probieren? Kriegen wir das vielleicht auch einfach ohne Text? Das glaube ich besser, oder? So, dann kommt der hier hin. Nee, das ist blöd, ne? Wir lassen das. Das ist irgendwie, gefällt mir die Größe nicht. Können wir die Basis? Nee, Material. Flickenstoff. Nee, zurück. Es ist alles irgendwie nicht so, wie ich es gern hätte. Da müssten wir uns wahrscheinlich so Teppichfliesen kaufen, ne? Oh, wie groß sind die? Wir gucken mal. Nee, nicht duplizieren, verkaufen. Weg damit. Wie groß sind die? Ja, das könnte schon eher sein. Ja, das gefällt mir doch deutlich besser. Und dann würde ich die auch tatsächlich hier vorpacken. Ne, dass man wie so ein Läufer hier davor hat. Ja, doch. Das ist okay. Dann gucken wir vielleicht, dass wir das hier vor der Treppe auch so machen. Ne? Können wir ja wieder wegnehmen, wenn wir das möchten. Doch, das sagt mir doch deutlich mehr zu. So, dann bräuchte ich mal einen Schlüssel. Schlüssel. Brett. Oh, sowas gibt's. Brett. Wir gucken mal, was es alles gibt. Home. Home gefällt mir besser als das andere. Kaufen. Dass man so richtig schön von außen sieht, dass hier im Schlüssel hängen, ne? Aber gut. Dann hängen wir hier mal einen Autoschlüssel dran. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn es funktioniert, auch nicht.
Funktioniert auch nicht. Ach Mann, das ist doch nervig. Finde ich nicht gut. So. Ja, ist aber okay. Es ist okay. Man hätte auch sowas hier nehmen können. Nö. Ja, es ist ja nur, dass überhaupt was liegt. Bin damit einverstanden. Das ist okay. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut so. Da haben wir, wie gesagt, unseren Winter-Schuhschrank. Ne? Das hier so, wir brauchen viele Schuhe. Ja, okay. Haben wir das? Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir jetzt erst in den Keller? Nee, hatten wir hier nicht das Geländer nach links gemacht? Stil ändern. Treppengeländer. Links. Ja. Bestätigen. Hä? Hatten wir das nicht schon gemacht? Dann wollte ich es vielleicht machen. Das ergibt ja deutlich mehr Sinn, ne? Ja, das ist ganz gut so. So, ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nach oben, oder? Dass wir erstmal gucken, was brauchen wir überhaupt, weil hier oben haben wir ja gar kein Dach mehr und nichts. Das heißt, wir können hier neue Räume schaffen, was ich eigentlich ganz nett finde. Bin nämlich schon am Überlegen gewesen, dieses Bad vielleicht hier auf die Küche zu setzen, dass man hier ein deutlich größeres Schlafzimmer kriegt, beziehungsweise, ja, mal gucken. Ja, dass wir hier einfach, das erweitern, einfach größer machen. Wir können ja auch ein anderes Dach draufsetzen, ne? Ich glaube, das ist ganz okay, das könnte man so machen, ne? Gut, da muss ich mir jetzt hier einen Gedankengang machen. Ich würde sagen, reißen erstmal ein. So, das können wir gut. Das kriegen wir gut hin. Oh je. Wir machen das jetzt hier mal so etappenweise. Gut. Fällt da das Bad natürlich erstmal komplett auseinander. So. Dass ich hier noch einen Boden aufreiße, ne? Das will ich natürlich auch nicht. So. Jawohl. Haben wir das. Dann haben wir hier eine kleine Stufe drin. Davon war ja auszugehen. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde. Ich meine, wir könnten jetzt hier auch einfach noch eine Stufe draufsetzen. Aber dann passt das mit der Treppe wieder nicht mehr. Und nee, das muss ja nicht so sein, ne? Okay, dann lassen wir die Wand hier einfach mal, wie sie ist. Na, das war, ich weiß nicht, ob ich das Bad hier als so länglichen Schlauch mache oder ob wir einfach das Schlafzimmer hier vorne dran setzen und hier ein größeres Bad einfach draus machen, dass wir hier nochmal so einen Mini-Flur haben. Das wäre natürlich auch eine Idee. Oh mein Gott, beim Bauen ändert sich schon wieder alles, ich sehe das schon. Ja. Wir nehmen doch alles weg, wir nehmen alles weg. Hau weg. Nützt ja nichts. Ich hoffe nur, dass das dann hinterher mit dem Dach noch einigermaßen funktioniert, dass ich das hier drauf kriege. Ich habe das alles noch nicht gemacht, ne? Also, ja. So, Fenster weg. Ja, dann würde ich sagen, ich meine, das Bad reicht ja eigentlich so, ne? Wenn wir hier einfach eine Wand setzen und das als Schlafzimmer quasi machen, wäre doch vielleicht ganz cool. Ja. Wie ist das eigentlich? Lass uns mal ausprobieren. Installationen. Wo ist das? Architekturelemente. Dach. Oh mein Gott. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ein Satteldach? Nee.
jetzt nicht. Ein Schrägdach wollte ich ja eigentlich haben, denn da drauf. Ich glaube, das ist besser, wenn wir den Raum erst fertig bauen, ja? Nee. Lass mal gut sein. Das machen wir zu einer späteren Zeit. Wir bauen erstmal eine Wand. Das ist mir irgendwie lieber. Das kriegen wir schon alles hin mit dem Dach, oder? Ich würde mal sagen, ja. Jetzt ist halt die Frage, wie hoch machen wir es? 380. Ist das zu niedrig? Kann schon sein. Mach mal. Oder ist es zu hoch? Ich weiß es nicht. Ach, Kinders. So, ne? Das war jetzt so die Deckenhöhe. Ach, guck mal, das ist so tatsächlich die Höhe, die wir vorher auch hatten, wa? Eins noch drauf, wa? Kommen wir hier irgendwie hoch? Wenn wir es so machen. Dann haben wir jetzt die Verbindung geschaffen, ne? Das wird dann quasi die Decke. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Dann können wir also die Wandhöhe so lassen, wie sie ist. Ist das noch nicht fertig gebaut? Oh, sorry. ja. Oder warte, da orientieren wir. Nein. So, nein. Hallo? Warte mal, wir fangen, glaube ich, von der Seite an. Gehen hier rüber. Und dann machen wir es so. Ach, es ist einfach schön. Man kann hier stehen bleiben, gedrückt halten und dann ist die Welt schon mal in Ordnung. Ach ja, mal einen Schluck trinken. Und dann wird es hier gleich wieder stockenfinster drin. Jupp, sehr gut. Dann machen wir die Wand noch. Das geht dann bis hier. Und los geht's. Ach so, ja, war ja so, ne? Wenn ich da drauf gehalten, also weiter halte, dann ist das schön. So. Ja, dann müssen wir jetzt hier quasi auch eine Wand ziehen, genau. Na guck, das läuft. Jetzt bauen wir uns erstmal ein und machen hier wahrscheinlich, ja, ist das Ganze erstmal finster, ne? So, jetzt müssen wir erstmal bei Türen gucken. Was nehmen wir denn als Tür? Ach, irgendwas relativ Normales fände ich nicht schlecht. Wieder in so einem... Ja, ich glaube, so ist ganz nett. Wie geht das hier? Ja, geh mal eins runter. Macht ja nichts. Das macht doch mal gar nichts. Ich glaube, das ist ganz nett, ne? Dann könnten wir hier das Bad einfach vergrößern. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich würde es vielleicht, dass wir hier so einen kleinen, dass wir das so machen, ne? Dass hier so ein kleiner Absatz ist. Da haben wir nämlich ein größeres Bad und ein... Ja, warte mal, ich habe jetzt wieder noch eine Idee. Wenn wir das hier wegreißen und dann quasi hier draus so ein großes Büro machen, wäre doch das eigentlich auch ganz nett.
Es ist halt die Frage, wenn wir die Wände hier wegnehmen, dass das hier so ein offener Bereich ist. Nee, das ist auch blöd, ne? Man sollte schon zumachen können. Ich glaube, ja. Es ist gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, wie man es macht, ne? Sieht denn vielleicht, nö, ich finde das schon ganz nett. Können wir das nicht einfach so bauen? Hä? Bau doch einfach mal. Dankeschön. Das geht bis dahin und hat die Höhe. So, da gehe ich hier mal lieber weg. Nicht, dass ich hier noch rausgekickt werde. Dann bauen wir das Haus einfach eine Etage höher. Ne? Ich meine, wir bauen ja jetzt ein Haus, was ich gerne haben möchte. Da ist das doch, glaube ich, ganz in Ordnung so. Dann nehmen wir uns hier wieder unseren Hammer. Und dann kommt das weg. Jawohl. Damit bin ich einverstanden, glaube ich. Das ist nur der Bereich und die zwei noch, ne? Genau, ja. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. So, warte mal, hier ist noch was runtergefallen. Dann müssen wir die Wand hier noch wegnehmen. Und dann haben wir doch hier unseren Aufnahme-Gaming-Room quasi ganz gut integriert, möchte ich mal behaupten. Aber diese Ecke hier ist irgendwie komisch. Wie sieht denn das hier aus? Ach so, das ist hier der Flur, ne? Ja, pass mal auf, da können wir das doch ganz einfach machen. Hier ziehen wir die Wand natürlich auch hoch, also so hoch wie der Rest. Das machen wir erstmal. Kann ich da bitte ran? Dankeschön. Nee. Ach, ich glaube, wir bauen das jetzt einfach erstmal. Hier können wir eins runtergehen. Das ziehen wir hierher. Ist auch geil, ja? Ja, das geht immer nur in die eine Richtung, ne? Ja, das müssen wir jetzt etappenweise bauen, um die Schrägen hier auszugleichen. Wird dann am Ende ein ganz anderes Haus werden, als wir hier ursprünglich mal gekauft haben, wa? Aber macht ja nichts. Macht mal gar nichts. Bin dann gespannt, die Häuser, die wir uns dann ja noch kaufen werden und sanieren werden. Ne, das ist schon so okay. Wie wir die denn gestalten werden, ne? Da werde ich ja auch das machen, was ich gerne möchte. Und wenn die was anderes haben wollen, sollen sie ein anderes Haus kaufen. Ist doch okay, oder? So. Nein, ich will nur dieses eine. Nein. So. Na, dann haben wir hier einen schönen hohen Raum. Wir gucken mal. Türen. Ich möchte hier gerne Balkontüren nämlich hin haben. Kriegen wir die hier irgendwie? Ja. Ja, kriegen wir. Können wir uns nämlich ein kleines Balkönchen hier dran bauen. Das ist doch nett. Das gefällt mir. Ihr denkt euch auch, ihr doch wohl eine volle Meise, wa? Aber gut. Ich kann damit leben. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Können wir hier mal bitte kurz... Ja, danke schön. Ich will nicht runterfallen. So, pass mal auf. Ah! Okay. Warte mal, wir müssen uns an dieser Deckenhöhe hier orientieren. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Wir machen mal so. Und dann müssen wir, glaube ich, bis hier machen, ne? So, dann haben wir die Decke gemacht. Dann müssen wir dieses hier noch schließen. Genau. Dann sind wir doch noch eins höher, als ich gedacht habe. Aber na gut, kriegen wir hin. Ist ja nicht so einfach, ey. Aber kriegen wir.
Ich meine, mehr Raumhöhe ist immer gut, ne? Dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Warum? Ach so, weil da der Schornstein ist, ne? Brauche ich einen Schornstein? Das ist so die nächste Frage. Ich hätte gern da ein Stückchen dran gebaut. Oh, das war falsch. Ich wollte einfach nur hier. Dankeschön. Jetzt komme ich da wieder nicht hin, wa? Da, wo ich eigentlich hin möchte. Ist es die Höhe? Ja, ich glaube. Und dann müssen wir, ich glaube, bis hier, ne? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Gut. Stehe ich im Weg? Nee, ich stehe nicht. Oh, das war nicht gut. Da machen wir es mal. Nein, ich hätte gern... Na, jetzt wird es friemelig hier. Ja. Ah, guck mal, ich muss sogar noch eins weiter. Ja. Ich hätte das jetzt natürlich gern eins runtergezogen. Nein, da. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das heute noch in dieser Folge. Ich möchte gern, dass, sag ich mal, so ein bisschen der Rohbau hier oben steht. Und das Dach wird natürlich dann nochmal eine ganz spezielle Herausforderung. Also für mich, ne? Nee, warte mal, wir brauchen ja nur bis hier. Da habe ich mich jetzt vertan. Mick. Ja, ja, ja. Du mich auch. Ja. Können wir nicht... Hallo? Ich wollte doch einfach nur das... Ich glaube, das war jetzt schon zu weit, ne? Ich möchte ja ganz gern hier so einen kleinen Balkonien haben. Das hier ist noch Haus. Ach ja, jetzt müssen wir mal gucken, bis wohin ist hier Haus? Also bis hier. Bis hier ist Haus. Da gehen wir einmal hoch, dass wir eine Orientierung haben. Genau. So. Dann haben wir von hier einmal bis oben Haus. So, dann machen wir das hier zu und dann können wir ja wieder wegnehmen, ne? Was an Dach jetzt oder da oben als Etage zu viel gebaut ist, das nehmen wir dann wieder weg. So, und dann müssen wir, oh, das ist hier natürlich blöd, oh, weißt du was? Wir machen das jetzt mal anders. Wir nehmen jetzt erstmal hier was weg. Und dann können wir hier nämlich auch eine Balkontür hinsetzen, möchte ich mal behaupten. So, wir machen das so. Und jetzt orientieren wir, ja, ja, uns da dran. Wir sind gleich fertig. Ja, ich könnte jetzt da runter gucken, dann geht es schneller. Mache ich aber nicht. So, das ist doch ganz nett. Dann machen wir R, duplizieren diese Tür. Gehen hier hin. Nee, ich möchte die gern so rum haben. Und weiter vorn. Kriege ich die nicht weiter nach vorne? Nee, weil hier ja keine Wand ist, ne? Ja, guck mal, das ist doch okay. Na, dann können wir hier die Wände zuziehen. Naja, wobei das hier eigentlich noch eins nach hinten müsste, ne? Wie sieht das aus, wenn man jetzt von hier kommt? Ach, ich finde, das geht, oder? Eigentlich müsste es jetzt noch eins nach hinten, ne?
hier mal auf. Ja. Aber dann passt das auch mit dem Geländer wieder nicht mehr, ne? Also wir brauchen... Nee, doch, das ist klar. Moment. Dann müssen wir hier einfach noch eine Wand davor setzen. Ich hoffe ja, wenn wir hier eine Wand davor setzen. Nein. Ich möchte gern hier hin. So. Machen wir uns den Balkon jetzt zwar ein bisschen kleiner, aber das macht ja nichts. Ihr denkt euch auch immer, die hat doch voll einer Waffel. Aber nee, hat sie nicht. Also ja, mag sein. Aber das ist okay so. Dann nehmen wir die Tür hier mal kurzfristig hier so hin. Dann nehmen wir uns den hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt nur eine Wand wegreiße. Ja, Gott sei Dank. So. Genau. Dann haben wir das. Dann müssen wir da nur diese Treppe zumachen. Das ist aber okay. Und hier müssen wir dann auch zumachen. Dann schnappen wir uns unsere Tür hier wieder. Dankeschön. Und dann müsste das besser passen, ne? Ja. Ich glaube, das passt mir besser. Ich möchte ja auch, dass die sich nach innen öffnet, genau wie hier. Und unser Balkönchen können wir uns ja hier noch ein bisschen größer machen, ne? Wenn es denn soweit ist. Das lassen wir natürlich erstmal so. Und dann ist das für mich quasi auch in Ordnung, ne? So, die Seiten sind zu. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt reißen wir wieder ab. Nein. Bis hier. Musst du dich hier beeilen. So. Kleiner geht nicht. So. Dann haben wir das angeglichen. Das wird hier unsere Raumhöhe. Ja, das ist doch okay. Ist sehr hoch, ne? Aber ich finde das gut, dass es so hoch ist. Genau. Ja, und hier muss ich mal gucken. Ich lasse das mal so. Vielleicht empfinden wir das ja später mal als gute Variante, dass man hier so einen Abschluss nochmal hat. Vielleicht so als Art Deko-Element, ne? Könnte man ja mal machen. So. Den hätte ich gern... Oh, warte, ist das jetzt zu hoch? Nee, müsste passen, ne? Ich sehe schon, wir müssen uns hier noch ganz viele Baugerüste kaufen, wahrscheinlich. Ja, das passt. Das ist okay. Dann ziehen wir das da rüber und eins runter. So, dann haben wir die Höhe schon mal. Bis dahin und eins runter. Ja. Yep. Und hier können wir das genauso machen. Und das ziehen wir bis hierhin. Hier sind es ja immer so Zweierschritte, ne? Ganz praktisch. Mhm. Und hier noch. Und die zwei. Nee, das reicht mir schon. Dankeschön. Na, gucke mal. Haben wir das doch schon mal gut hingekriegt? Warte mal, hier drinnen müssen wir noch. Warte mal, mach mal zu. Dankeschön. Das müssen wir auf jeden Fall noch zukriegen. Kriegen wir natürlich jetzt wieder nicht einzeln. Ach ja. Also nicht zusammen. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Arbeitszimmerchen, ne, wo man sich nochmal zurückziehen kann. Finde ich ganz nett. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das Haus quasi komplett umbaue. Oh je. So.
Genau, das passt, ne? Nee, hier muss noch eine Strecke dazwischen. Bis dahin. Nein! Ich will nur bis dahin. Dankeschön. So, dann ist das zu. Das machen wir denn noch zu. Weil ich nicht weiß, ob ich denn hier vielleicht tatsächlich schon runtergehe. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich da hier quasi mit der Innenraumgestaltung weitergehe. Aber ich glaube, wir machen das hier in einem, dass wir hier zwei Etagen ganz normal haben und dann setzen wir da ein Dach drauf, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Also ihr merkt, ich bin tatsächlich unschlüssig, ne? Bis wohin müssen wir? Müssen wir bis hier? Oder müssen wir noch eins weiter? Oh, wir müssen doch noch eins weiter. Zwei weiter? Bin ich zu hoch? Ja, oh, schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ich wollte eigentlich schneller unterwegs sein. Mal einen Meter zurück. Nee, das scheint zu passen. Ja. Nein, ich will nur diesen einen Stein haben. Naja, das ist doch okay. Bin ich ganz fein mit. Es ist okay. Ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend und bauen beim nächsten Mal unsere Etage weiter. Und dann wird ja irgendwann noch der Teil kommen mit dem Dach. Da bin ich auch gespannt. Machen wir die Tür nach innen oder nach außen? Ach, wir setzen erstmal überhaupt eine Tür hier rein. Ja, also der Teil wird ja dann auch noch kommen mit dem Dach. Das wird noch ganz interessant werden. Aber ich denke, für heute waren wir äußerst fleißig. Na, wir haben hier unten das schön, sehr schön hell und freundlich gestaltet. Das ist doch ganz nett, oder? Ich finde schon. Juti, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.